Ich habe sie, seit ich ein Kind war. Ich habe mich immer geschämt wegen ihnen. Ich versteckte sie in meinen Hosentaschen, unter Büchern und unter meinem Schulranzen. Die Kinder in der Schule haben mir nie etwas ins Gesicht gesagt, aber ich weiß, dass sie hinter meinem Rücken darüber lachten. Ich erinnere mich, dass ich meine Eltern fragte, ob sie mit mir zum Arzt gehen, damit er sie untersuchen könnte. Diese Wucherungen an meinen Händen, diese ekelhaften Gewüchse, direkt an meinen Handflächen. Sie sagten nur, dass ich so in Ordnung bin, wie ich wäre, aber ich weiß es besser. Ich hatte als Kind versucht, sie zu entfernen, aber ohne großen Erfolg. Scheren, Messer, ich versuchte sie abzuschneiden oder abzukratzen, aber ich konnte mein Werk nie vollenden. Denn der schreckliche Schmerz lähmte mich und mir wurde schwarz vor Augen wegen dem großen Blutverlust. Aber heute ist alles anders. Es ist schon erstaunlich, wie sehr ein paar Schmerztabletten und eine Flasche Jack Daniels betäuben. Ich schnürte mir beide Arme ab, um nicht zu viel Blut zu verlieren. Ich hatte ursprünglich geplant, ein scharfes Messer zu verwenden, aber dann dachte ich, dass der Versuch, durch das harte Fleisch zu schneiden, in diesem benebelten Zustand sehr schwer wird. Ich entschied mich für den etwas mehr technologisch angehauchten Plan B. Ich muss mich aber beeilen. Ich bin schon ziemlich benommen und mir wird schwindlig. Meine Hände und Unterarme sind nun schon fast blau wegen dem Mangel an Durchblutung. Ich kann nicht länger warten. Das Kreischen der Säge half mir, alles völlig auszublenden. Ich befand mich in einer Art Trance-Zustand und ich war bereit zu tun, was ich tun wollte, seit ich diese seltsamen Deformationen hatte. Ich schob meine linke Hand zuerst in die Nähe der Säge. Die plötzliche Empfindung dieser scharfen Klinge, die sich langsam durch das Fleisch schneidet, war erschütternd. Ich war jedoch überrascht, wie gut der Alkohol wirkt. Ich dachte, es würde mehr wehtun. Ich sah, wie das scharfe Metall wie Butter hindurchglitt. Es war perfekt. Funktioniert alles wie geplant. All diese schrecklichen Erinnerungen, all die Momente, wo ich mich schämen musste, wegen diesen schrecklichen Dingern, sie sind nun nichts mehr als blutiges Fleisch. Ich riss mich aus dem Gefühl der Ekstase, bevor die Klinge meine Knöchel trifft. Ich lächelte und schaute mir meine neue Hand an. Die Auswüchse sind weg. 5 sind ab. Und noch 5 zu erledigen. Hi Leute, vielen Dank, dass ihr meine Geschichten hört. Wenn ihr mit mir in Verbindung bleiben wollt, lasst doch ein Abo da. Wer mehr wissen möchte, kann mir auch via Facebook oder Twitter folgen. Neben YouTube, Facebook und Twitter könnt ihr auch gerne in meinen Fanshop schauen. Dort gibt es neben T-Shirts und Handyhüllen auch jede Menge andere verrückte Dinge. Bis dahin, alles Gute. Never sleep again, euer Tyrion.